Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Parteifreunde, Robert Heinze, 66 Jahre, verheiratet, Vater dreier erwachsener Söhne, seit über 40 Jahren selbstständig als Getränkefachgroßhändler mit dem Schwerpunkt Gastronomie und Veranstaltungen und in Corona-Zeiten ganz weit vorne in bedingten Einschränkungen in der Berufsausübung. Ich bin seit über 40 Jahren zu Hause in unserer FDP, Stadtverbandsvorstand, Kreisvorsitzender, stellvertretender Bezirksvorsitzender gewesen, Kommunalpolitiker, Fraktionsvorsitzender im Rat, Delegierter auf Parteitagen, Kandidat in vielen Wahlkämpfen, ein klassischer Kommunalpolitiker, so wie viele von uns. Das ist meine DNA, Kommunalpolitik, und Sie fragen sich dann vielleicht, warum kandidiert der denn für den Bundestag? Für mich ist das kein Widerspruch. Kommunalpolitik und Bundespolitik Hand in Hand und Kommunalpolitik, Input von der Basis, schadet auch der Bundespolitik nicht. Wahrung der Freiheitsrechte, beste Bildung, Digitalisierung in der Wirtschaft, der Verwaltung, Abbau von Bürokratie, Entfesselungsszenarien für mehr individuelle und unternehmerische Gestaltungsfreiheit. Das zu erreichen, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, kann nur gelingen, wenn wir unsere Politik der Freiheit in Regierungs- und Gestaltungshandeln umsetzen und das in Berlin, in Düsseldorf und nicht zuletzt und gerade auch in unseren Kommunen. Unsere FDP ist in den letzten Jahren deutlich jünger geworden, moderner, bunter, mehr Magenta. Und das ist auch gut so. Und wir sehen einen erfreulichen Zuwachs an Zustimmung bei den jüngeren Wählergruppen. Aber wir brauchen auch für eine noch breitere Akzeptanz bei den Wahlen personelle Angebote für ehemalige Stammwähler, die viel zu oft in Richtung CDU abgewandert sind. Den Schwung der Jungen und mit Verlaub die Kompetenz, Erfahrung der Älteren. Wie so oft im Leben, auch in diesem Fall, die Mischung macht's. Gerade auch für die Zeit nach Corona und die Gestaltung des nächsten Jahrzehnts brauchen wir für unser Land eine Politik, die die nötigen Freiräume schafft, mutig, innovativ und kreativ den eigenen ganz persönlichen Aufstieg, aber auch den gesellschaftlichen Aufbruch zum Wohle aller zu gestalten. Und dafür, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, steht nur eine Partei, nämlich die Partei der Freiheit, unsere FDP. Mit der Erfahrung aus vielen Wahlkämpfen und der Leidenschaft für unsere liberale Sache möchte ich mit Ihnen gemeinsam einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf gestalten. Dafür bitte ich um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen. Herzlichen Dank.